Ja, kommt bitte alle. Ich fange mal an vorzulesen und kommt dabei einfach schon runter. Dann einfach ein großer Applaus bitte für das gesamte Team von Iron Sky. Also, das wäre das Produktionsteam. Angelika Göhler, Regina Katschmann und Team. So, Wendenberg, ich habe uns jetzt einen wundervollen Job gemacht. John Weber und Herr Traunfeld. Das Kamerateam, Arndt Geisheimer, Christoph Lehmann, Christian Dressler. Die Beleuchtung, Anscheinung, Unternehmer, die Bühne, Lautsprecher, Lars Kral, Ton, Michael Busch, Jörg Kaiser, die Helle Löffelholz und Jeff Trikoli. Und dann ganz besonders unsere Fahrer, die wirklich uns Tag und Nacht durch Eisen Schnee durchgeschickt haben, das kommt alle runter. Und auch ganz besonders das Artipartner-Team. Wir haben ganz viel gebaut mit diesem Film, mit einem wunderbaren Artipartner-Team aus Frankfurt. Kommt bitte alle runter. Also, es war wirklich eine großartige Zeit und wir hatten auch großartige Schauspieler. Alle Schauspieler, die noch da sein sollten, Nebendarsteller, bitte runterkommen. Und wenn ihr dann alle da seid, dann freue ich mich ganz besonders, euch vorzustellen, unsere beiden Hauptprotagonisten, Götz Otto und Julia Dietze. Euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr habt wirklich einen wunderbaren Job gemacht. Wir hatten große Probleme beim Dreh mit Schnee und Eis und allen möglichen Problemen. Wir haben es geschafft. Ein toller Film, wie ich finde. Ganz, ganz großen Applaus. Bitte euch allen. Vielen, vielen Dank. I think you must have been thanking a lot of entities already, but my very personal thanks to every one of you who are right now standing on the stage, because without you, this film would have never been made. So my biggest and my most heartfelt thank you to each and every one of you. Thanks a lot. It's been wonderful to work with you guys. Guys over there, you look really good. Really, really, really good. I could marry you. So, ich bin mir relativ sicher, im Saal gibt es vielleicht das ein oder andere Fragezeichen über den Köpfen, das wir vielleicht irgendwie klären könnten. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen rumzulaufen und wiederhole dann die Frage nochmal ganz kurz.